So, das nächste Video, heute mal der Granatapfel. Der ist selber gezogen aus Kernen, ist jetzt mittlerweile, müsste ins zweite oder ins dritte Jahr gehen. Habe ich jedes Jahr zurückgeschnitten, weil drin war mir einfach zu wuchtig. Es ist ja eher ein Busch, aber er kommt mittlerweile, die Wurzeln wachsen immer mal wieder raus. Man merkt auch, dass er relativ fest ist. Also habe ich mir überlegt, dadurch, dass er viel Sonne braucht, er kriegt einen sonnigen Standort und zwar am Balkon in so einer Pflanzschale. Ich habe die jetzt schon mal präpariert. Ne? Bei uns im Sonderpostenmarkt gibt es die immer unten mit so einem Deckel dran. Ich habe jetzt einfach mal den Deckel hier unten draufgelegt. Hier kommen Dochter rein, dass ich unten einen Wasserspeicher habe. Ich habe mal ungefähr gemessen, der Wasserspeicher ist ungefähr 1 Liter. So dazu, ich habe noch so ein altes Röhrchen. Ich habe schon mal nachgeguckt, es geht fast bis auf optimal hoch. Ich denke mal, also es war vorhin knapp drunter mit 1 Liter Wasser. Sieht man das, was ich hier mache? Ja. Und ich denke mal, ich werde ihn immer so bei Opt halten. Es wird wieder mineralisches Substrat werden. Da kann es ja im Wasser drin stehen. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Und ich habe die Hoffnung, dass er sich dann halt ein bisschen breit machen kann. Und ich habe mit dieser kleinen Schale trotzdem jederzeit die Möglichkeit, den im Winter reinzuholen. Dafür müssen wir ihn rausnehmen. Jetzt bereite ich aber erstmal noch ein bisschen was vor. Und zwar habe ich hier meinen Docht. Da schneiden wir jetzt einfach mal ein bisschen was ab. Der kann auch ruhig diesmal ein bisschen länger sein. So wie immer, ne? Ein bisschen. Achso, das war der, der so gut brannte. Wie immer mit dem Feuerzeug etwas zumachen, damit er doch nicht auseinanderrutscht. So, dann schieben wir den einfach mal rein. Nachteil an der Variante, die ich jetzt hier gerade mache, ist ganz einfach, ich komme nicht an das Wasser oder ich werde nicht an das Wasser rankommen. Ich werde nicht messen können. Also Mikrosiemens, Nährstoffe und so weiter. Werde ich einfach nicht messen können. So, da war jetzt tatsächlich schon ein bisschen lang, ist aber nicht schlimm. Machen wir mal den nächsten. Ich mache da jetzt einfach 4 Stück rein, so dass wirklich überall kontinuierlich das Wasser hingesogen werden kann. Vielleicht bilden sich dann auch die Wurzeln nach unten aus und tun unten im Wasserbehälter sich breit machen. Alles möglich. Ja, ich sehe. Das kann ich eh nicht beeinflussen, dadurch, dass ich mich jetzt für das System entschieden habe. Muss ich halt damit leben, dass ich da nicht permanent rankomme. Ich werde ihn weiterhin mit Osmosewasser düngen, mit Osmosewasser gießen, aufgedüngt. Mit Compo Complete auf ungefähr 500 Mikrosiemens. Das zeige ich auch noch einmal noch. Ich muss ja immer noch mal aufpassen. Ich habe gestern gemerkt bei meinem Video, dass wenn ich in dieser hohen Auflösung filme, dass der nach 8 Minuten abbricht. Gestern hat er mir ein Zeichen gegeben, ich hoffe, er macht es heute auch. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier so halbwegs hinkriegen. So, die Dochte leg ich dann nachher hoch. Die hängt dann halt unten so im Wasser drin. Könnt dann schön das Wasser nach oben transportieren. Das lege ich da jetzt so rein. Wie gesagt, da ist ungefähr ein Liter ungefähr ist da unten drunter. So, jetzt lege ich den mal so ein bisschen an die Seite. Weil jetzt machen wir dem erstmal aus dem mineralischen Substrat so eine Art kleines Bett. Die Pflanze soll ja nicht gleich vom ersten Tag an unten aufliegen. Ich hoffe, dass das Röhrchen sich nicht über die Zeit
zusetzt, weil gerade im mineralischen Substrat hat man ja Ablagerungen. Ich hoffe, dass es das nicht passieren wird. So, jetzt habe ich natürlich, jetzt habe ich fast alles vorbereitet. Außer einen Becher, mit dem ich das reinrieseln kann. Habe ich den erstmal unten ein bisschen angefüllt, einfach damit er dann unten schon mal ein bisschen Platz hat. Bevor ich jetzt aber hier weitermache, würde ich sagen, wir holen den Kollegen erstmal da raus. Am liebsten wäre es mir, wenn ich den im Ganzen rausbekommen würde, aber das ist meistens illusorisch. Ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Das sieht ganz gut aus. Okay. Ah, da hat schon ein Gitter unten drin, sehe ich gerade. Oh. Ärger. Das geht dann immer natürlich raus. Das will ich da nicht sehen. Das war mal so ein Versuch. So. Ach, da ist noch eins. Ah, das ist schon stattlich. Das ist schön. Natürlich genau durch den Doch durch. Gucken, ob wir die gerettet kriegen. So, toll, diesmal hat er sich halt nicht gemeldet. Ich weiß nicht, was ihr jetzt alles verpasst habt. Das ist es. In Summe. So, und das Ganze, ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen freigelegt, damit ich den hier, ich will ihn jetzt nicht einfach hier nur so reinstellen, sondern ich werde die Wurzeln hier gleich ein bisschen nach rechts und links legen. Einfach die Wurzeln ein bisschen schön verteilt. So. Ihr seht nicht. Ne? So, und jetzt nehmen wir uns einfach das was wir jetzt gerade schon mal hatten, das Substrat. Mal gucken, ob das hier von der Höhe her. Ja, das müsste passen. So, und jetzt füllen wir das einfach wieder gut an. Passen ein bisschen mit den Dochten auf, dass die Dochte immer schön da sind, wo sie hingehören. So. Tja, ich habe noch kleine. Ich habe noch kleinere. So, weiter im Text, das wurde mir gerade unterbrochen. Also ich habe jetzt das Ganze, alles was vorher im Topf drin war, habe ich das
Vulkatex-Substrat jetzt hier reingemacht. Das reicht natürlich noch nicht. Also füllen wir jetzt noch auf und ich sehe jetzt zu. Ich möchte gerne mal die Dochte sehen, weil ich dann sehe, wenn die Dochte hier hochkommen, ob genügend Feuchtigkeit da ist. Also, das wird jetzt zwar ein bisschen komisch. Gucken, ob ich euch das so zeigen kann. Ich fülle jetzt einfach erstmal hier an. So, dann suche ich mir meinen Docht. So. Einfach so, dass er da ein kleines Stückchen rausgucken kann. Aber das ist Geschmackssache. Man sieht es eh, also man sieht da hier sehr schön den Unterschied, was ist feucht, was ist trocken. Ne? Und wenn man dann sieht, dass es mal eine ganze, dass es wirklich mal so trocken aussieht, ne, dann ist dann halt da Handlungsbedarf da. So, der andere. Ich sag mal, wenn dann die Wurzeln, wenn es dann die Wurzeln nach unten geschafft haben, dann ist das Ganze eh egal in dem Moment, weil dann die versorgen sich dann schon selber. Das ist jetzt auch gerade wichtig für die Anfangszeit, dass er jetzt immer gut feucht ist, dass er wieder anwachsen kann. Ändert dann noch gleich die Farbe. Das ist das Coole am Vulkatec. Man sieht es regelrecht, weil es sich einfärbt, wenn es trocken wird. So, lassen wir mal ein bisschen Platz, nicht dass es aufschwemmt und überschwappt. Nicht, dass es mir am Balkon runterläuft. Das muss ja auch nicht sein. So, da steht jetzt erstmal schön da. Ja, fest ist da nicht, ist klar. Ne? Du musst erstmal einwachsen. So, kommen wir mal zum Gießen. Ich zeige euch jetzt einfach mal im Messbecher, wie ich das mache und fülle das dann mal in die Gießkanne um, weil bei dem Ding muss ich natürlich ein bisschen mit der Gießkanne gießen. Und 1 Liter Wasser ist halt nicht viel. Also. Ich habe hier mein Osmosewasser, also ja, hier steht destilliertes Wasser drauf, aber ich habe Osmosewasser. Ich gebe jetzt einfach mal 2 Liter rein, weil bei 2 Liter habe ich ein Maß im Kopf. Jetzt habe ich hier mein Kompo Complete. Ja, sieht oben nicht schön aus. Ich weiß, das sind halt Salze, die sich ablagern, aber ich will euch mal was zeigen. Das ist jetzt ungefähr 1 Jahr alt, die Flasche, und damit gieße ich so ziemlich alles. Aber hier, man sieht, es setzt sich mittlerweile ab. Also da muss ich definitiv mal Neues bestellen. Deswegen vorher richtig kräftig schütteln. Damit sich das noch ein bisschen miteinander vermischt. So, jetzt sagt ja der Hersteller, Moment. Gucken wir mal nach, wenn wir jetzt immer dabei sind und ein bisschen Zeit haben. Jetzt sagt der Hersteller auf 2 Liter einen Strich. Ne? Man hat hier unten drin diese Anzeigen, diese Striche. Auf 2 Liter eine Kappe wollen die haben. Also ein Strich. So. Ich will mal gucken, dass ich euch das mal halbwegs zeigen kann, wie ich das mache. Ich gieße den bei ungefähr 500 Mikrosiemens. Ich habe hier ein Messgerät. Mein Osmosewasser hat
brauche eine neue Anlage. Wahrscheinlich ist der Filter zu. Ne, geht wieder runter. 30, 28, 24, 23, 22, 22 Mikrosiemens ungefähr. 20 mittlerweile. Da, das heißt, das Wasser ist so gut wie frei von allen Nährstoffen. So. Jetzt nehme ich an 2 Liter, nehme ich 1,5, 1,6 Milliliter mit der Spritze und guck mal, wie viel da jetzt immer noch drin ist. Na? So, das machen wir jetzt da rein. Einmal nochmal aufziehen. Ja, viel Spaß. Nochmal aufziehen. So. Jetzt tun wir das Ganze mal ordentlich durchrühren. Und da sind wir ungefähr bei 522 Mikrosiemens. Die Mikrosiemens ist nur der Mehr, also der Salzgehalt im Wasser. Mikrosiemens werden ja, also Mikrosiemens messen ja Salze. Dadurch, dass Nährstoffe Salze sind, kann man das darüber sehr gut dosieren. Unterm Strich muss man sich daran tasten. Es kommt ein bisschen auf der Wasserhärte drauf an. Es hat so viele Faktoren. So, jetzt füllen wir mal einen Liter, weil ich will jetzt gleich mal gucken, ob das mit meiner Anzeige richtig funktioniert. Vorhin schon mal ausprobiert, einen Liter. So, jetzt müsste ja im besten Fall hoffentlich das Ganze hochkommen. So, jetzt sieht man auch gerade sehr schön, wie sich es verfärbt. Ne? Es knistert doch immer ganz lustig. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier mit meinem Liter irgendwie zurechtkomme. Hier alles ein bisschen einzudecken. Es ist doof, wenn das Handy mir nicht anzeigt, dass die 8 Minuten vorbei sind. Ich tue ja hier in höherer Auflösung filmen und ich habe jetzt fast 1,5 Liter ran gemacht. Wir sind jetzt ungefähr bei Optimum. Muss man noch ein bisschen üben mit dem Handy hier, also ich gefällt mir das gerade nicht. Auch gestern von der Qualität war ich jetzt nicht ganz so überzeugt, habe ich jetzt gerade einen Ast abgebrochen, ich Ochse. Ist er so gewachsen, es kann auch sein, dass er so gewachsen ist. So, also ich bin mal gespannt, ob er das jetzt mir so verzeiht, ob er den ganzen Spaß jetzt so mitmacht. Der Kamerad kommt jetzt in die pralle Sonne, der volle Mittagssonne von 12 bis von 12 bis Sonnenuntergang eigentlich. Und dann schauen wir mal, wie er sich macht am Balkon. Ne? Es tut mir leid, wenn es heute ein bisschen abgehackt ist. Ich muss ja tatsächlich mal gucken, wie ich das ein bisschen sinnvoller hinkriege mit den Videos. Das hat mit dem alten Handy erstmal im ersten Moment deutlich besser funktioniert, aber ja, auch da bin ich ja gerne lernfähig. Muss mal gucken, muss mal ein bisschen rumprobieren. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt hier ein bisschen zerhackt ist. Aber das kann eine Variante sein, wie man es macht. Ich werde das Ganze mal beobachten, ob das so funktioniert, ob er gut und besser wächst. Schauen wir mal. Für alle, das ist jetzt richtig schwer. Ne? Also wenn ihr sowas am Balkon dran hängt, dann bitte guckt vorher, dass ihr gute Halterung habt, dass es alles wirklich passt, weil gerade durch das mineralische Substrat und diesen Wasserspeicher unten drin, das hat schon seine 4-5 Kilo und das ist nicht zum Vergleich zu einem normalen Balkon.
Pflanze, die in der Erde drin steht. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Na? Okay, gut. Wenn es euch gefallen hat, dann liked mal das Video und ja, ansonsten schreibt mir mal drunter, dass es heute nicht so der Kracher war. Ich hoffe, dass es halbwegs schlüssig geworden ist und ja, freue mich dann aufs nächste Video.